Werde ich jetzt direkt dahin gebracht oder wo lande ich eigentlich? So ganz hundertprozentig weiß ich es nämlich auch nicht mehr. Aber ich habe zumindest den Sake gefunden. Der ist ja bekanntermaßen sehr wichtig. Sieh, Emmy. Das Sake-Fass. Flupp. Der Egg Purification Sake. Schade, dass Orochi es nicht verschluckt hat, als er versucht hat, den Alten zu fressen. Aber ich vermute, die Dinger sind niemals so einfach. Er ist halt nicht zu Ende, bevor es zu Ende ist. Ich meine, der Kampf ist noch nicht entschieden, oder? Das stimmt. Ich habe damals immer gedacht, die werden mich jetzt doch wohl nicht nochmal gegen Orochi kämpfen lassen. Das wäre irgendwie ziemlich random. Ja. Ja. Erstmal ist die Brücke wenigstens nicht kaputt. Das stimmt. Hey, ist das nicht? Oki? Ach ja, den gab's ja auch noch. Eine böse Macht hat mich in diese Höhle gelockt. Und jetzt, da du auch hier bist, gibt es gar keinen Zweifel mehr. Das hier muss Orochis Höhle sein. Es ist nicht ganz Nagi und Shiranui, aber es ist nah genug dran. Hä? Emmy, da ist jemand bewusstlos. Oh nein, es ist Lika. Wer hätte das gedacht? Die musste ja auch noch irgendwo rumliegen. Plot-Twist, Oki war der Legenden-Nagi. Plot-Twist, es gab eigentlich Shiranui nie. Wir waren Shiranui, weil wir in die Vergangenheit gereist sind. Der Omega-Plot-Twist. Das heißt, am Anfang von Okami war quasi schon festgelegt, dass wir später in die Vergangenheit reisen und wir haben dann quasi unsere eigene Vergangenheitsreise am Anfang gehört. Der Kopf da hinten. Hä? Hä? Er denkt sich auch, was labert die? Das ist also der verfluchte Orochi. Emmy, diesmal ist es wirklich ernst. Erinnerst du dich? Du hast Orochi auf dem Höhepunkt deiner Kraft nur ganz knapp besiegen können. Und am Ende bist du auch gestorben. Was darfst du reden? Sehe ich so aus? Manchmal. Narren! Wie könnt ihr es wagen, euch mir entgegenzustellen? Ich werde mein 100. Opfer verspeisen und der Gott der Unterwelt werden. Dann werde ich ewige Finsternis über das Land bringen. Aber erst werdet ihr dafür bezahlen, meinen Kuchen gegessen zu haben. Und meine dunkle Zuflucht mit eurer Anwesenheit beschmutzt zu haben. Ich bin ein Fremder in diesen Landen. Deine Worte bedeuten mir gar nichts. Aber Kuton wird jetzt dein Blut vergießen. Das sollte mehr als genug sein, um seine Bedürfnisse für immer zu befriedigen. Nein, Oki, warte! Lika ist auf Orochis Rücken! Das ist mir egal. Orochi wird mein ultimatives Opfer an das heilige Schwert. Kuton wird die Bestie bis auf ihre blanken Knochen verzehren. Hey! Das ist schlecht. Der Sack ist noch nicht einmal fertig. Reicht. So, Orochi. Nein, bitte packen Sie Ihr Feuer wieder ein und machen Sie Ihren Mund auf. Nom 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 nom. Gluck, gluck, gluck. Ich glaube, zweimal musste ich die füttern, ne? Kann sein. Kannst du bitte deine Blumen hier woanders hin packen? Das ist schwarz, die Blumen geschrieben. Ja. Dir die Finsternis gegeben. So. Was macht überhaupt die Finsternis? Ich weiß nicht. Die vielleicht davon abbringen, Techniken einzusetzen. Knallt er nicht nochmal runter, der Kopf? Ich glaube hier wohl nicht. Oh, okay. Oh, Finsternis. Da ist noch ein. Ja. Ich wollte gerade sagen, das war voll daneben. Finsternis nervt mich, ich möchte bitte einen anderen Kopf haben. Und dann hat er den Mund aufgemacht. Ja. Geklappt? Ja. Immerhin kriegst du dafür direkt wieder die Tinte zurück. Das stimmt. Uiuiuiui. Tornado Hold! Nein.
Wassertafel. Ja. Kann der hier auch mal wieder was machen? Oh, guck mal, er hat die Viecher rausgerissen. Ja. Kann sie auf den Kopf schlagen oder so? So, hallo? Bitte unterlassen Sie diese Scheiße. Aber eigentlich wollte ich den hier. Ja, das ist okay. Jetzt kannst du rauf und draufhauen. Das war die Glocke, ne? So. Dongong. Einfach den Rücken angezündet. So. Gehen wir doch diesmal in die andere Richtung. Oder auch nicht. Jetzt ist er wieder besucht. Jetzt kann sie drauf. Ach ja, da konnte ich ja direkt. Wenn du schon so freundlich bist. Du hast nicht getroffen. Oh, schade. Können Sie Ihren Kopf bitte wegnehmen? Ist halt schon ein bisschen unhöflich, ne? Schon. Mir einfach alles vor die Birne zu ballern? Dein Arsch brennt übrigens. Ach so. Sag mir das doch einer. Guck da nicht so oft hin. Ja, der Kampf dauert. Ja, ich gebe mir alle Mühe, aber ich kann halt auch nicht schneller machen, ne? Weil ich natürlich auch so ein bisschen darauf angewiesen bin, dass der seine Fresse aufmacht. Also eigentlich wird der längste Bosskampf, oder? Ja. Jetzt mal Final Boss vielleicht oder sowas mal rausgenommen. Auch wenn ich mich an dem fast gar nicht mehr erinnern kann, aber... Rotem kann halt potenziell ein bisschen dauern und Kyuubi auch, aber ich glaube, nichts ist so lang wie Orochi. Das halt hey, immerhin kriegst du in einer Runde down. Also so einen Kopf. Ja. Das ist ein Strahlenkopf eigentlich. Ja. Na, hat einen Schnitt gemacht. Jetzt sauf doch das Zeug schon. Das ist wahrscheinlich nicht lecker, aber... Deswegen hast du ihn vorher nicht getroffen. Du hast wahrscheinlich auch aus dem Schnitt gemacht. Ja gut. Kann ich auch den Kopf abhacken. Was ist jetzt schlimmer, so komische Gebräu zu trinken oder den Kopf abgehackt zu kriegen? Kommt auf den Geschmack von dem Gebräu an. Das stimmt. So, next one. Elektro. Elektro-Kopf, Elektro-Kopf. So. Drink it! And fall it. Oh, ich bin einmal ins Feuer, glaube ich, reingesprungen. Ja. Sag mal, trifft er dich einfach nur nicht, weil du ganz genau außerhalb seiner Reichweite bist, oder bist du, keine Ahnung, bist einfach zu blöd, dich zu treffen? Ich bin eine Göttin. Deswegen habe ich auch die göttlichen Ausweichskills. Ach so. So läuft das. Ja. Wo landet dein Kopf? Da. Oder mal links vom Becken. Ich habe halt immer Angst, wenn ich zu weit links stehe, dass mir dann der Nächste seinen Kopf in den Arsch rammt. Ziehen wir einfach mal rechts vom Kopf. Ja. Huch. Warum ist der jetzt schon so nach einer 13er-Kombo down gewesen? Weiß nicht. Du musst ja bedenken, die Köpfe arbeiten ja schon ein bisschen länger. Dementsprechend sind die vielleicht einfach ein bisschen müder. Aber wir haben es fast. Ich möchte übrigens hier schon mal betonen, ein drittes Mal mache ich Orochi nicht. Warum nicht? Ich weiß auch nicht. Aber das Spiel wird ja wohl nicht gemein genug sein, Orochi noch ein drittes Mal einzubauen. Das wäre ja schon ein bisschen Overkill, ne? Na gut, Dinge sind drei, ne? So. Orockel down. Orockel? Hey, ihr aus dem Weg! Schweig! Kuton, erwache!
Zeit ist gekommen, silbern zu glühen. Gewähre mir die Kraft des Himmels. Was zur Hölle? Ich sag nicht, ist so. Du kannst keine richtige Hölle machen. Okay. Ich verstehe das nicht. Warum will Kuton nicht erwachen? Warum, Kuton? Warum? Bleib sofort stehen, widerwärtiger Lindwurm. Emmy, ist es der, wer ich glaube, dass es ist? Vernehmt dies, Nagi, der größte Krieger aller Zeiten. Und von diesem Tag an, Schutzgottheit des Dorfes Kamiki. Höre, widerwärtiger Lindwurm, der du Gewalt den Hilflosen antun willst. Deine Zeit ist vorbei. Spüre den Zorn meiner treuen Klinge. Ja. Shiranui, ich weiß nicht, warum du hier bist, aber... Orochi gehört mir. Ich werde die Bestie besiegen. Die Zeit ist gekommen. O große Götter des Himmels, lasst diese dunklen Wolken verschwinden. Wohnt dem Untergang der Bestie. Durch mein treues Schwert. Boku Nenjinbei. Warte, das hört sich alles irgendwie vertraut an. Ach ja, die Legende von Nagi. Sein Schwert gewann Macht über das Böse, als der Mond drauf schien. Wenigstens sagt man das so. War nicht eben noch Vollmond? Kein Verraten. Sein Schwert ist... Was ist das für eine Teufelei? Ein Schwert ist jetzt auf einmal golden. Das muss die Hilfe des Himmels sein. Ich werde dieses göttliche Geschenk mit aller Macht führen. Nagi-Stil, Klinge der Wahrheit. Das! Gute! Wo ist sein Kopf? Wird dem Bösen niemals unter. Jetzt die Stärkste in den Nagi-Kampfstil künften. Frag dich. Göttlicher Spalter! Kriegst du das wenigstens selber hin? Das hat Isun vorhin mit der Tür gemacht. Ja, der göttliche Spalter. Noch ein Schwert, was wir nicht brauchen, aber schön zu haben. Die Donnerklinge, die sogar sehr praktisch ist. Schwert mit dem Geist des Blitzes. Nutzt Macht des Blitzes. Hast du da immer deinen eigenen Blitz dabei? Ja. Du kannst jetzt immer überall damit Blitz machen, wenn du es ausrüstest. In dem Moment, als die Legende von Nagi sich erfüllte, es war der schönste Anblick, den man sich nur vorstellen kann. Im Mondlicht gebadet, funkelte und reflektierte Nagis Schwert goldenes Licht. Und mit dem Sieg über Orochi
wurde die Bestie für 100 Jahre gebannt. Das Schwert wurde Tsukuyomi getauft und in der Mondhöhle aufbewahrt. Auf meine Hälfte des Gehirns. Die kleine Lika, das Mädchen vom Uina-Stamm, das von Orochis dunklen Kräften verflucht worden war, wurde von ihrem Fluch befreit und wurde wieder normal. Aber einer, nämlich Oki, zeigte nicht solche Anzeichen der Erholung. Orochis Kräfte hatten seinen verzweifelten Angriff vereitelt. Trotz der unglaublichen Gefahr hatte Kuton nicht seinen silbernen Glanz gezeigt. Okis Herz brannte bei dem Gedanken daran, was Nagis Schwert geschafft hatte. Weil er in seinem Innersten beschämt und rasend vor Wut war, schlich er sich unbemerkt in der Dunkelheit davon. Ein bisschen Schaden genommen. So viel Schaden habe ich gar nicht genommen. Soll ich das Spiel mal nicht so anstellen? 2-3 Treffer? Das ist ja jetzt nicht viel gewesen. Muss nicht normalerweise perfekt schaffen für die Wertung? Weiß nicht, aber ich fand mich gut. Hab nicht mitgemacht. Ich musste zu sehr lachen darüber. Ich habe die Bestie besiegt! Ich, Nagi, habe den verfluchten Orochi besiegt! Ja, wir wissen das nun ja schon. Wirst du jetzt endlich aufhören, dich ständig zu wiederholen? Ich preise deinen Mut, Shiranui, aber ich war es, der die widerliche Bestie erlegt hat! Ah, ha, 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 ha. Ja, wie auch immer. Das Feldknoll hat hier die ganze Arbeit gemacht. Aber egal. Wo ist Oki hin? Er ist verschwunden, ohne ein Wort zu sagen. Nun, zumindest haben wir Lika gerettet. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Was hat dieser Orochi jetzt vor? Ich dachte, er wäre tot. Hey, Alter, komm lieber schnell her, schnell! Alter! Flatsch. So cool möchte ich bitte auch aussehen. Shiranui? Emmy? Wuff? Wuff? Du hast mir das Leben gerettet. Die echte Shiranui musste ja auch noch irgendwo hier unterwegs sein. Oder die damalige. Hey, ihr beiden! Der Kampf ist noch lange nicht zu Ende. Verschwindet von hier, solange ihr noch eine Chance habt. Na, kennt ihr den noch? Den Ishaku? Ist das der alte Ishaku? Dann nicht viel raus, würde ich behaupten. Yes. Und es ist übrigens auch schon recht weit gegen Ende des Spiels, aber noch nicht ganz am Ende. Also es wirkt so ein bisschen wie so ein Final-Boss-Kampf, aber das ist es nicht. Es ist nur eine sehr epische Zwischensequenz. Also wir haben noch einen ganzen Dungeon auf jeden Fall vor uns. Und dann kommt erst das Endgame. Also dieser Wolf, der Nagi geholfen hat, das war Shiranui. Oder mit anderen Worten, das warst du vor 100 Jahren. So hat dich dein Ende ereilt, nachdem du mit Opa gereist warst. Du hast den verfluchten Orochi bekämpft und besiegt.
nur um auch selbst zu sterben an einem Stein. Isun, bist du das? Hm? Lika? Wir haben uns ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Nur schade, dass wir uns auf diese Weise wieder treffen. Das sind die auch beide grün, das ist total irritierend. Aber was hat dich dazu gebracht, durch das Geistertor zu gehen? Geistertor? Was ist das? Ich erinnere mich nur an zwei Eulen, die mir in einem Traum erschienen sind. Sie haben mich eingeladen, mit ihnen im Wald zu spielen. Das nächste, was ich weiß, ist, wie ich hier aufwache. Gott sei Dank bist du mit deinem Hündchen gekommen, um mich zu retten. Du hattest einen Traum von zwei Eulen? Sind die Schutzgottheiten von Kamui nicht Eulen? Warum sollten nicht die Eulen hierher führen? Sieh, Emmy, die Sonne. Sie beginnt zu verschwinden. Der Tag der Finsternis ist gerade dabei zu beginnen. Die Sonnenfinsternis, die einen ganzen Tag dauert, kommt nur einmal alle 100 Jahre. Tag der Finsternis? Was ist das? Sieht aus, als wenn etwa ein großes Stück von der Sonne abbeißen würde. Emmy, du bist die Göttin der Sonne. Was passiert mit dir, wenn die Sonne verschwindet? Sonnengöttin? Was ist das? Lika, du kannst die Vulkanbeschwörung durchführen, oder? Damit werden die gefrorenen Gipfel des Esofuji zur Eruption gebracht, stimmt's? Du solltest es lieber schnell machen, wenn du es nicht tust, dann wird Kami für immer einfrieren. Vulkanbeschwörung? Was ist das? Du meinst das Gebet, das wir an den Berg am See richten? Ja, ich kann das Gebet des alten Kemo perfekt nachmachen. Er hat mir sogar gesagt, dass ich es sehr gut mache. Ich weiß. Deshalb brauchen wir deine Hilfe im Dorf. Los, weiter, Emmy. Zurück nach Webcare, so schnell du nur kannst. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Kannst du verporten? Was soll ich sonst sagen? So, nope. Genau das. Es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn ich mich einfach nach Webkia hätte porten dürfen. Können Sie wenigstens den Wald so ein bisschen skippen? Dafür haben wir gute Musik währenddessen. Da kannst du nichts gegen sagen. So, da haben wir Pongtan, das ist schön, aber da wollen wir jetzt gerade nicht hin. Dann haben wir die Passage auf jeden Fall auch fertig. Wie gesagt, die Idee finde ich ja eigentlich ganz süß und ich finde auch eigentlich ganz schön, da wirklich mal Nagi und Shiranui so ein bisschen kennenzulernen, gerade dass man eben auch sieht, dass Nagi eigentlich auch so eine Flachzange ist. Aber dass man wirklich nochmal gegen Orochi kämpfen muss, fand ich ein bisschen unnötig. Haben sie wirklich den Wald einfach geskippt? Ja, ist schon raus. Ah. Laufe ich richtig? Ja, da musst du hoch. Nur nicht in die Gegner rein. Wo hoch? Ich sehe nichts. Die sind als Schneegestöber nicht einmal atmen. Wir sollten lieber schnell nach Webkehr. Lika wird sonst einfrieren. Ja, aber hier hoch? Ja. Haben sie mich jetzt da passend rausgestellt? Ja, weil du zu weit vom Weg abgewandelt bist. Ich habe halt nichts gesehen. Und hatte auch nicht genug Zeit, mich irgendwie zu orientieren. Und bevor du mir sagen konntest, wo ich hin soll, war dann schon das Gespräch. Wow. Das war ein fieser Schneesturm. Du bist von der anderen Seite des Dorfes. Aber egal, wir müssen Lika zum Altar bringen. Wir sind beinahe am Ufer des Laochi-See. Wo ist der Laochi-See? Hoch ins Dorf. Okay. Immer weiter hoch. Alles klar. Noch weiter hoch? Immer weiter hoch. Du hast nämlich Webkia erkundet. Deswegen müsste ich mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen zurechtfinden und ich weiß nicht, ob das Spiel nicht einen geheimen Timer hat, sag ich mal. Wie damals bei der Uni-Insel ja auch, auf dem Weg dorthin. Interessant. Naja, hatten sie ja damals wirklich. Also würde es mich nicht überraschen, wenn es hier auch einen gibt. Und übrigens hallo an die, die in der Zwischenzeit eintrudeln. Ich muss mich hier ein bisschen aufs Spielen konzentrieren. Meine Güte, was ist denn mit diesem fiesen Schneesturm los? Ich meine, woher kommt das alles? Woher kommt der denn? Was ist das? So. Hier auf den Altar? Kennt ihr schon die Arche der Yamato? Hä? Ich dachte, alle würden sich am Altar sammeln, aber hier ist ja niemand. Nicht einmal der alte Kimo oder Samickel. Wir können Lika hier nicht allein bei diesem Wetter beten lassen.
nochmal, wozu alle sind alle hingegangen? Und was jetzt? Sofuji und die Arche der Yamato. Sie haben beide eine lange Geschichte. Es zeigt mir einen Schauer über den Rücken, sie nur anzusehen. Weiß nicht, hoch? Den Berg? Welchen Berg? Den da. Okay. So ganz genau weiß ich das nämlich auch nicht mehr. Mm-mm. Ich meine, wir haben ja potenziell noch zwei Gebiete, den Bafku-Schrein und die Arche der Yamato. Beides wurde ja schon öfters mal erwähnt. So. Dann drehen wir doch mal eine Runde bis nach da vorne. Das sieht nämlich schon so ein kleines bisschen verdächtig aus und da sehe ich auch Leute. Oder eher ihre Textboxen. Was machen denn alle hier? Hey Leute, wir haben Nika gebracht. Was ist nur mit diesem fürchterlichen Schneesturm? Es ist der Tag der Finsternis. Dieser Tag kommt einmal alle 100 Jahre. Und nun ist es wieder einmal soweit. Darum machen die Monster den Schneesturm sogar noch stärker. Und Oki, wie konnte er nur so verantwortungslos in Zeiten wie diesen sein? Er hat das Tor zerstört auf seinem Weg zum Wafku-Schrein. Was? Ich hatte versucht, ihn aufzuhalten, aber er hatte mit dem Schwert Kuton herumgewedelt. Und er ging durch das Tor, bevor ich irgendwas unternehmen konnte. Jetzt wird Kamui einfrieren. Ob die Sonnenfinsternis nun kommt oder nicht. Oki ist plötzlich verschwunden, nachdem wir Orochi besiegt hatten. Ich hätte nie gedacht, dass er hierher kommen und so etwas tun würde. Ich wette, er will nur den ganzen Ruhm für sich alleine einsacken. Nein, Oki ist nicht so einer. Ich weiß, warum er das göttliche Schwert Kuton genommen hat. Er hat versucht, das Richtige für das Dorf zu tun. Als die beiden Dämonen am Schrein auf dem Esofuji erwachten, war es Oki, der kam, um Kemo zu retten. Hä? Ich dachte, es wäre Samikel gewesen, der den alten Kemo gerettet hatte. Oki hatte die beiden Dämonen abgelenkt, damit Kemo und Samikel entkommen konnten. Sie haben nur überlebt, weil Oki ihr Schild war und für sie gekämpft hat. Oki ist der Stärkste von uns und trotzdem konnte er es nicht mit ihnen aufnehmen. Er hatte Glück, dass er da lebend wieder rausgekommen ist. Wow, das ist wirklich eine ganz schöne Glanzleistung, einen Kampf gegen zwei Dämonen zu überleben. Aber er war wütend, dass er die Dämonen nicht besiegen konnte. Also nahm er das Schwert und verließ das Dorf, um weiterzukämpfen. Ich weiß, dass er das Schwert gestohlen hat, ist unverzeihlich. Aber er hat versucht, das Richtige zu tun. Alles, was er tut, macht er, um das Dorf zu beschützen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Sonnenfinsternis die Sonne verschwinden lässt. Wenn die Vulkanbeschwörung nicht den Esofuji zum Ausbruch bringt, dann wird es immer kälter und kälter werden, bis Kamui komplett eingefroren worden ist. Bitte, Lika, wir benötigen deine Kräfte, damit die Vulkane ausbrechen. Oki sagte mir immer, was für eine Art Uina ich werden sollte. Er sagte, dass ich eine gute Uina werden soll und meine Kräfte dafür einsetzen soll, allen zu helfen. Glaubst du, es würde allen helfen, wenn ich so wie immer beten würde? Wen kümmert schon dieser blöde Schneesturm? Ich werde beten, dass unser Berg wieder zum Leben erwacht. Das ist mein Mädchen. Jetzt geh, meine kleine Kriegerin. Wenn du nicht bald mit der Beschwörung beginnst, dann wird es zu spät sein. Sie ist schon süß. So, darf ich jetzt eventuell da einfach mal reingehen? Wir gehen da wirklich in Emmy? Die Ruinen des Wafku-Schreins liegen am Esofuji. Das ist ein seltsamer Ort, der vor langer Zeit von den Leuten von Wipke entdeckt wurde. Auf dem Gipfel liegt ein Altar mit den Statuen der Zwillingsdämonen. Der Weg dort hoch ist mit seltsamen Apparaten gepflastert. Zwillingsdämonen sind bekannt als Lechku und Nechku. Ihre Altarstatue sind vor langer Zeit zum Leben erwacht und haben das Land terrorisiert. Sie wurden von einem legendären Helden, Ruinerhelden, besiegt und eingesperrt. Aber es scheint, dass sie wieder ausgebrochen sind und wieder das Land plagen. Das kann kein Zufall sein. Ich meine, erinnerst du dich daran, was Neunschwanz gesagt hat? Du weißt schon etwas über Yami, dem Herrscher des Landes der Finsternis. Ich weiß nicht genau, wer dieser Yami ist, aber alle Arten von merkwürdigen Dingen sind passiert, nachdem Orochi wieder erschien. Wer weiß, ob dieser Bergschrein überhaupt etwas mit der Sache zu tun hat. Aber ich finde, wir sollten diesmal besonders vorsichtig sein. Gut, Final Dungeon. Endlich mal. Hat ja doch ganz schön lange gedauert.
von der Oni-Insel bis hierher. Vor allen Dingen ist Kamui halt echt umfangreich. Aber ja, der letzte Dungeon ist ein Eis-Dungeon. Deswegen wollte ich da auch unbedingt rein. Auch wenn ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr dran erinnern kann. Warte mal, Emmy! Siehst du diese Kanonen da drüben? Ich bin mir nicht so sicher, ob sie hier sind, um uns zu begrüßen. Lass uns ruhig und langsam angehen. Wie ruhig und langsam? Ja, du könntest einfach mal ein bisschen langsamer machen. Achso, ich bin eingefroren. Ja. Ah, jetzt sehe ich die auch, nachdem ich mich 30 Mal hab treffen lassen. I see. So. Die eine schon mal kaputt. Also an den Dungeon kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern und an den Boss ehrlich gesagt auch nicht. So, bei jedem anderen Boss weiß ich noch, wie man die zu besiegen hat. Bei Nepp und Schlepp kein Plan. Deswegen erwartet bitte dann auch keine gute Wertung. Ich muss nämlich erstmal überhaupt gucken, wie der funktioniert hat. Ich weiß es nämlich überhaupt nicht mehr. Weißt du noch, wie man die bekämpft? Nö. Gut, dann einfach mal spontan gucken, ne? Prinzipiell eventuell mit der Technik, die wir hier bekommen, aber ich habe irgendwie im Kopf, dass die so ein Mischmasch aus verschiedenen Techniken waren, aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Lassen wir uns überraschen, kriegen wir schon hin. Beware of spiders. I know. Es ist das einzig Traurige an diesem Eis-Dungeon, dass es hier leider Spinnen gibt. So. Wir haben eine Tür. Dann gehen wir doch erstmal weiter nach oben. Rutsch! Ich nehme mal an, du magst den Dungeon nicht so sonderlich gerne. Weil man hier rumrutscht. So, da wäre noch eine Tür. Ja. Ja. Und da wäre noch ein Gegner. Ja. Ja. Können Sie bitte hier bleiben, wenn ich mich mit Ihnen prügel? Ist halt schon unhöflich, einfach abzuhauen währenddessen. Was waren das die eigentlich? Das wusste man bei denen noch mal machen. Wind? Hätte ich jetzt auch eventuell gesagt. Nö. Doch, das sind wir uns angekommen. Stimmt. Ob uns die jetzt noch so viel bringen, ist so die andere Sache. Also ein Item will ich auf jeden Fall noch haben fürs Ende. Also alle anderen Menschen so, nein, man rutscht hier, scheiße. Und ich so, di 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 di. Wie viel hast du eigentlich mittlerweile? Dämonenzähne? 80. Okay.